Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Do-Do-Sing aufblasbaren SUP-Board-Set. Verpackungstechnisch sind wir hier viereckig am Start. Es kommt in einem ganz normalen Box zu uns. Die Box. Jetzt nicht großartig spektakulär, ne? DESP 2003 BL steht drauf, BL wahrscheinlich für Blue, SP für Stand Paddle 2003, das ist wohl der Hersteller. So, wir öffnen das Paket und sehen, dass hier eine weitere Tasche drin ist. Sehr schön. Und wir gehen jetzt so vor, dass ich habe jetzt eine Seite vorsichtig aufgemacht und jetzt kippen wir das mal hier drauf. Zack. Heben das ab. Hui. Und haben alles vor uns. So. Das ging doch jetzt schnell und schmerzlos. Da ist es. Fangen wir an mit einem weißen Umschlag. Hier sehen wir Tabla da Porto Sofe Hinaci. Das heißt also, hier haben wir Italienisch zum Beispiel. Ich muss das wieder richtig umdrehen. Hier haben wir unterschiedliche, also es ist immer ein DIN A4 Blatt. Stand Up Paddle Conflat. Stand Up Paddle Confiable. Up Paddle Board. Installation Stand Paddleboard. Das heißt, wir haben keine deutsche Bedienungsanleitung dabei. Ist auch nicht schlimm. Ihr habt ja meine Videos, nicht wahr? Wir haben also hier auch bebildert, was alles dabei sein soll. Das ist schon mal vollkommen ausreichend. So, was haben wir denn hier? Fangen wir mit dem Orangen an, oder? Repair Kit. Und zwar in einer Box, die wir mitnehmen können. So. Repair Kit ist dafür da, wenn es mal zum Schaden kommen sollte. Ist ja klar, wir sind in der Natur unterwegs, scharfe Kanten etc. Hier sind Patches. Die Patches können wir natürlich noch verkleinern. Die sind mit einem Gel versehen. Das heißt, wir schneiden dann dick ums Loch rum oder Riss und kleben das drauf. Einmal in Blau, einmal Du Sau, einmal in Weiß. Sehr schön. Das ist immer gut. So, dann haben wir hier ein Tool, um etwas zu öffnen und zu schließen. Das heißt also, hiermit werden wir das Ventil steuern können. Und das ist hier in einer praktischen Box dabei, die jetzt bedingt wasserdicht ist. Ich sehe jetzt keine Gummidichtung oder so da dran, aber meine Fresse, ist alles okay. Das heißt, es ist kompakt, immer mit dabei, wenn ihr es braucht. Dann haben wir eine Finne dabei. Die Finne ist dafür da, dass das Board auf Linie bleibt. Das ist aus starkem Kunststoff gefertigt. Das ist kein Metall. Die wird eingeschoben an der Unterseite des Boards, um dann die Richtung besser halten zu können. Sehr sinnvoll, solltet ihr auch benutzen. Und da dran sehe ich, ist hier so ein System, was das locken kann und entlocken kann. Das heißt also, damit können wir das sogar sperren und wieder entsperren, um es zu entnehmen. Sehr schön. Yeah. Boah, die Pumpe ist gar nicht so klein. Das sieht schon mal gar nicht so kacke aus, sage ich euch. So. Hier ist eine Dichtung noch mit dabei. Dichtung nicht verlieren. Dichtung kommt hier auf den breiten Falz. Zack, Dichtung reindrücken. Immer reindrücken. Ganz wichtig, Dichtung darf nicht verloren gehen. Denn Dichtung sonst bäh. Ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie rum wir die reinmachen müssen hier. Also, wir haben erst äußerer Manometer dran. Das ist auch sehr schön. Das heißt, hier sehen wir, wie viel PSI, also wie viel Druck dann im Teil selber sich generiert. Es gibt einen gelben Bereich, es gibt einen roten Bereich und, in der Mitte gibt es einen grünen Bereich. Komische Aufteilung, aber okay. Das heißt also, wenn wir haben auch eine Bar-Anzeige, nur mal sehen, nicht nur PSI. Das heißt, wenn wir bei einem Bar sind, geht es ins grünen Bereich bis 1,5. Danach wird es rot. Das heißt, wir pumpen auf, im Prinzip am besten bis 1,5 Bar, denn dann haben wir genug Force, um damit arbeiten zu können, sprich vernünftig darauf stehen zu können. Schöne beide Beine draufstellen und immer hoch und runter. Zack, 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 zack. Anschließen, natürlich können wir das Teil dann auch. So, die, und dann seht ihr hier, ne, hier die Nanometers Power Hooks. Was haben wir hier? Sapon for Stand-Up Paddleboard. Okay, dann haben wir hier den Anschluss, der dann ins Ventil kommt von unserem Paddleboard. Und hier haben wir die Gummidichtung, müssen wir immer noch da reinmachen.
Die Gummidichtung reinfriemeln, zack, und das dann da dran schrauben. Okay, ne? Das kommt hier dann, so, mit der Gummidichtung aber. Und dann können wir dann hiermit ans Board gehen. So, Gummidichtung isolieren. Yeah. Irgendwas ist mir gerade auf den Fuß gefallen. Eine kleine Finne. Ne? Das heißt, hier haben wir noch eine kleine Finne am Start und eine weitere. Ergo haben wir drei komplette Finnen. Eine Hauptfinne in der Mitte, die sind immer ein bisschen versetzt. Und die anderen sind etwas versetzt angebracht, damit das Wasser dann oder der Weg, den wir vorantreiben mit dem Board, vordefiniert ist. Alle drei solltet ihr benutzen. So, jetzt haben wir hier noch ein Smartphone-Wasserschutztäschchen, damit unser Phone mit kann auf Reisen. Ja. Obwohl die Smartphones ja heute alle doch wasserdicht sein sollten. Ist aber gut, es gibt natürlich immer noch welche. Und außerdem, man weiß ja nie. Ne? Also, das ist auch eine gute Idee. Und dann haben wir hier die Lifeline, ne? Die hier an unserem Fuß gemacht werden kann oder Bein gemacht werden kann. Und diese kann nämlich dann dafür dienen, am Board befestigt zu werden, damit wir das Board bzw. Paddel nicht mehr so schnell... Also, wenn wir runterstürzen, dass wir schneller hinkommen können. Da muss es aber auch eine Notendriegelung geben, ne, die hier eingestellt werden kann, mit wie viel Kraft sich das dann lösen soll, damit im schlimmsten Fall wir dann doch das Board nicht am Board hängen, weil es kann ja auch gefährlich werden. Also das ist die Lifeline, die bleibt dran am Board, beziehungsweise am Paddel und hilft uns dann dort zu bleiben. Ich sehe noch eine Finne hier. So, dann haben wir hier. Boah. Das hier ist der Ocean Pack. Cool. Das ist der wasserdichte Ocean Pack Tab. Ich denke mal für 10 Liter. Das heißt, das Ding hier können wir gut benutzen, um dort etwas reinzupacken und es auch mitzunehmen, weil wir haben hier die Möglichkeit, es dann irgendwo festzumachen mit den Schnallen, beziehungsweise wir können das mit diesen Haltebügeln hier versehen und haben dann eine auch adäquate Mitnehmtasche. Ey, das ist cool. Ne, da könnt ihr dann euer Badezeugs oder so schnell mal reintun und dann seid ihr damit unterwegs. Cool. Oder ihr könnt es ans Board befestigen. Sehr schön. Mann, was haben die alles dabei? Voll cool. So, jetzt kommen wir zum Sitz. Der Kajaksitz ist dafür da, dass wir auf dem Board bleiben können. Ne? Ne, hier, so sieht er aus. Anti-Rutsch-Noppen sind dran. Das ist alles wasserdicht designt. Das heißt, wir können dann hier mit dem Ding bequem auf dem Board Platz nehmen. Die Beine entweder vorne weg zum Board Vorderseite nehmen und dann kajakmäßig rudern. Oder mit den Beinen ins Wasser und dort chillen, angeln etc. Hinten seht ihr eine Verkabelung, ne, mit Karabiner. Das ist dann zur Befestigung auf dem Board, damit es natürlich auch in Form bleibt. Hier hinten kann auch das, der Bag zum Beispiel dran. Hier sehe ich Schnallen, die dann dafür dienen könnten, um den Bag festzumachen. Cool, ist auch vernünftig verarbeitet. Jetzt kommen wir hier zum Paddel. Das Paddel besteht aus drei Teilen, denn wir können daraus ein Kajakpaddel machen. Mit dem Schnellverschluss können wir das hier öffnen. Hier ist leider was kaputt. Hoffentlich ist es nicht so wichtig. Ja, eigentlich schon. Das ist zum Einrasten hier dran. Das ist eine Klammer, die rastet hier rein. Und damit rasten wir in die anderen Paddelteile ein. Das ist schade. Mal sehen, ob wir das auch so hinkriegen. So, ne, die werden nämlich so ineinander gesetzt, dass die ineinander fahren können, um dann paddelmäßig an den Start zu kommen. Ihr könnt euch zum Beispiel das so zusammen machen, dann habt ihr fürs Kajak oder dann macht ihr das dran, zack, und dann habt ihr fürs Stand-Up-Paddling die Möglichkeit, ein mit dem Griff hier oben auch noch paddelmäßig an den Start zu gehen. Das könnt ihr auch, wie ihr seht, durch den Schnellverschluss hier in der Höhe verstellen und verstellt es dann so, dass es dann für euch richtig ist und dann könnt ihr... Richtig reinbolzen. Okay, sehr schön. Das ist schade, aber sowas passiert halt. Ha.
Gut, die Paddel sind ergonomisch fürs Wasser geformt, wie ein Paddel geformt sein sollte. Alles gut, in einer schwarzen Farbe. Und dann haben wir hier das Board selber. Das ist in einem Rucksackdesign, das heißt, wir können hier unseren Rücken mit belasten. Wir können es auch hier aufhängen. Oxford-Stoff fühlt sich so an wie Oxford-Stoff. Wir haben an den Seiten, unten haben wir Abfluss. Das heißt, wenn das feuchte Board reinkommt, kann es hier raustropfen. Auch vernünftig. Die Tasche selber ist natürlich nicht wasserdicht dadurch. Jetzt machen wir sie mal auf und schauen uns an, was da so drin ist. Und ich würde sagen, da wird das Board drin sein. Das Board kann jetzt hier vor Ort an den Start. So. So sieht das Board dann aus. Es ist vakuumverschweißt, beziehungsweise, ja, Vakuum ist es jetzt nicht ganz. Es ist mit so einer Frischhaltefolie eingesetzt, damit das immer schön frisch beim Kunden ankommen kann. Ne? Boah. Aber ich meine, da jetzt zu meckern wegen der Verpackung, ihr müsst sehen, wenn wir das jetzt verpackt hätten in Papier komplett, ne, wenn das so eine Verpackung wäre mit Papier, dann kriegst du das nicht so gepresst, weil das wird im Werk wird das mit Pressen beaufschlagt, mit einem vordefinierten Druck, dass da so wenig wie möglich Platz ist, um das so kompakt auch in die ganze Verpackung zu bringen. Denn je größer die Verpackung ist, je teurer ist der Versand. Ja, und dann ist das halt für alle Beteiligten zu teuer irgendwann. So, hier kommen die Finnen rein, zack, ne, das sind diese Halterungen. Die sind verschweißt mit dem Board. Das Board, wir hatten ja vorhin schon den Stoff in der Hand, ist der gleiche Stoff natürlich. Und dann sehen wir hier, ist das ganze Board am Start. Wir haben hier ein Ventil, da ist sogar eine Feder dran. Das heißt also, das kann dann automatisch sich schließen und öffnen. Wir tragen hier vorne. Hier vorne ist auch ein Ring, um etwas anzusetzen, um dann es irgendwo festzuleiten etc. So, man riecht die Vulkanisation noch des Gummis, aber das ist ja nicht schlimm, das verfliegt wieder. Und jetzt seht ihr das Riesenklopper-Ding hier. Ey. Also es ist schon was größer. So, halt mal kleines. So sieht das Teil dann aus. Und ja, es hat hier im Hauptkörper, im Hauptteil, eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Das heißt, das ist oben. Da befindet ihr euch dann drauf. Ne? Und in den ganzen Laschen hier, bei den ganzen Laschen, mit den ganzen Laschen, werden die einzelnen Anbaukomponenten dann verbaut. Da vorne wird es inflated oder exflated, also aufgepumpt oder wieder runtergelassen. Hier hinten haben wir Zeugs für unser Kofferraum. Hier können wir den Sitz noch anbringen an den vier Laschen. Läuft. Ne? Und so seht ihr auch, ist die Größe jetzt hier am Start. Ne? Es ist jetzt natürlich noch nicht aufgepumpt, ne? Aber es macht einen echt geilen Eindruck. Vor allen Dingen qualitativ vernünftig, doch vernünftig verarbeitet, mit viel coolem Zubehör, durchdachtem coolem Zubehör, mit einer Notfallausrüstung, dann mit dem ich hänge am System. Finnen sind vier Finnen am Start, die werden drunter gemacht. Dann die Pumpe mit Anzeige, wie viel Druck drin ist, das ist auch schon mal immer vernünftig. Hier Telefon, Unterwassergerät und Bedienungsanleitung und einem Gummi. Boah! Und damit geht's los. Das heißt, ihr nehmt die Pumpe, schließt die hier vorne an, pumpt das Ding auf. Wenn es aufgepumpt ist, könnt ihr im Prinzip direkt ins Wasser damit und losfahren. Oder ihr macht noch den Kajakfreund dran, macht die Finnen drunter und geht dann ins Wasser. Also geht, ne? Die Finnen drunter setzen, dann fixieren und los damit. Dann könnt ihr aber auch noch mehr machen. Ihr könnt also dann hier hingehen und euch das Back noch festmachen. Ihr könnt euch hier den Sitz dran machen. Und dann könnt ihr zum Beispiel schön gechillt einen Tag auf dem Fluss, im Meer, im See oder wo auch immer verleben. Mit diesem coolen Stand-Up-Paddling-Anfänger-Set, damit seid ihr schon richtig nice am Start. Cooles Ding, sehr schön. Und wenn ihr es dann wieder explodiert, also wieder zusammen, könnt ihr es in die Tasche, auf dem Rücken und geht zur nächsten Location über. Geiles Zeugs.
Das ist der Einstieg in das Stand-Up-Paddling für jedermann, oder? Und Frau und divers. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!